herzlich willkommen zur Show Nummer 16. Mein Name ist Martin, ich bin der neue Show-Praktikant von Digital Upgrade. Vorweg möchte ich mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben. Das Thema der heutigen Sendung ist Spam. Und viel Spaß dabei. Wie der von euch gewählte Showpraktikant schon gesagt hat, geht in dieser Show um Spam. Jeder hasst ihn, aber jeder hat ihn. So ist es. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier eine ganze Menge Spam. Und was machen wir damit? Wir filtern ihn natürlich. Dann geht's los. Dafür brauchen wir natürlich auch einen geeigneten Spam-Filter. Den haben wir hier schon mal vorbereitet. Der Spam kommt von draußen rein. Und wie man sehen kann, ist der nicht wirklich effektiv. Das ist natürlich sehr schlecht. Also das ist ja eher... Tja, das ist natürlich blöd. Eher schlecht als recht. Was nehmen wir denn stattdessen hier? Wenn ich mich jetzt als bayerischer Spamfilter betätigen darf, hau weg die Grütze. Ja, wenn Spam immer so lecker wäre. Posteingang gereinigt. Genau. Tino hat schon gesagt, bayerischer Spamfilter. Was heißt das genau? Das bedeutet, es gibt zwei verschiedene Varianten. Auf jeden Fall geht er durch die Nachrichten durch und reagiert auf vorher eingegebene oder eben bekannte Keywörter, wie beispielsweise Viagra oder die Wörter, die wir hier nicht nennen dürfen, sonst sind wir explicit. Genau, und außerdem werden zum Beispiel Sachen abgefragt, wie zum Beispiel, wenn jemand eine E-Mail verschickt, aber diesen Absender gibt es gar nicht wirklich, wird das von dem Filter überprüft. Und für jedes negative Element, wie zum Beispiel eine fehlende Absenderadresse, ein böses Wort oder ähnliches, wird ein Punkt vergeben. Und nach einer bestimmten Punktanzahl sagt man, das ist schlecht. Das ist schlecht und es wird dann ausgefiltert. Genau, es gibt die sogenannten adaptiven Base-Filter. Die funktionieren eigentlich nach demselben Prinzip, außer dass man selber noch, wenn man Spam-Mail trotzdem bekommen hat, das dann in einen speziellen Ordner schiebt, der Filter dazulernt. Das heißt, wenn ihr Nachrichten bekommt mit ähnlichem Inhalt, dann wird er eben ausgefiltert. Genau, der lernt praktisch dazu. Und das erste Programm für Windows, das wir uns rausgesucht haben, hat auch so einen Spam-Filter. Und das wollen wir euch jetzt vorstellen. Genau, und heißt SpamPal. Genau. Damit unsere Windows-User auch in Zukunft ihre E-Mails spamfrei erhalten können, haben wir uns SpamPal angeschaut. SpamPal ist ein Open-Source-Tool und momentan in der Version 1.594 verfügbar. Open-Source heißt, ihr könnt es auch kostenlos runterladen und kostenlos verwenden. Wenn ihr auf die Webseite von SpamPal, spampal.de surft, findet ihr gleich ein Wiki, wie die Installation funktioniert und welche Voraussetzungen ihr benötigt. SpamPal ist ein recht einfaches Programm, das setzt sich hinter den Port, der für die POP3-E-Mails zuständig ist, und scannt die E-Mails dann nach bestimmten Anti-Spam-Listen. Eventuell verwendet er auch den bayerischen Filter. Was es ist, erfahrt ihr in der Show. Anschließend werden die gescannten E-Mails dann weitergeleitet oder eben als Spam in SpamPal gespeichert. Jetzt genug zur Theorie, und nach Theorie folgt die Praxis. Also installieren wir SpamPal. Ich akzeptiere natürlich die Lizenzbedingungen und wähle Standard. Nach der Installation starte ich SpamPal gleich. Und dort habe ich einen kleinen Setup, wo ich die Feinheiten einstellen kann. Weiter, hier kann ich einstellen sicher, mittel, aggressiv. Das ist das Verhalten, wie SpamPal auf Spam reagiert. Ich lasse die Standardeinstellungen, mittel, und anschließend kann ich jetzt noch einstellen, dass ich zum Beispiel E-Mails aus bestimmten Ländern wie China, Korea und Taiwan nicht haben möchte. Das kann ich aber alles im Nachhinein noch verfeinern. Ich möchte den Rex-Filter-Plugin auch verwenden und den URL-Body-Plugin. Das war's auch schon. Unten der Schirm bedeutet SpamPal ist aktiv, aber jetzt müssen wir natürlich noch eine E-Mail einstellen. Dafür gehe ich auf Start, Programme, SpamPal, Setup Wizard. Klicke einmal OK und nun kann ich den Outlook Express oder einen anderen E-Mail-Client auswählen und natürlich die E-Mail, auf die er hin funktionieren soll. Natürlich muss ich SpamPal noch anmachen und ich möchte auch, dass die E-Mails über SpamPal gesendet werden. Verfeinerungen kann ich vornehmen, indem ich SpamPal öffne und dort die Optionen mir anschaue. Hier habe ich zum Beispiel White- und Blacklisten. Whitelisten ist für E-Mails, die versehentlich über SpamPal ausgefiltert wurden, ich aber trotzdem erhalten möchte. Und das Alternative dazu ist natürlich die Blacklist, wenn E-Mails doch Spam sind, sie aber leider in unseren POP-Eingang gekommen sind.
Sollte man jetzt seinen Eingang für E-Mails geändert haben oder hinter einer Firewall sitzen, kann man natürlich die Port-Einstellungen noch anpassen. Dafür klickt man hier oben bei Spamfilter Windows auf Verbindungen und dort kann man den POP3 entweder entfernen oder weitere hinzufügen. Das war es auch schon zu SpamPal. Wir hoffen, dass alle Windows-User sich die Show anschauen und ab sofort kein Spam mehr bekommen. Und viel Spaß weiter bei der Show. Alle Windows-User, die unsere Show anschauen, sind jetzt vor Spam gefeit. Aber leider gibt es den Spam nicht nur für Windows-User, sondern auch für unsere Freunde, die einen Mac besitzen. Genau. Und die meisten Mac-User werden wahrscheinlich Apple Mail benutzen, was auf jeden Fall zu empfehlen ist. Und dafür gibt es eine Erweiterung, die macht ungefähr dasselbe wie SpamPal. Und zwar heißt die Junk Matcher und die werden wir euch jetzt mal zeigen. Sobald wir Junk Matcher von der Junk Matcher Homepage heruntergeladen haben, braucht es nicht mehr viel. Man packt das Disk Image, schmeißt die Datei selbst in den Programmeordner und schon kann es losgehen. Wir starten Junk Matcher. Und auch wenn wir uns verschreiben, findet Spotlight ein Ergebnis. Hier bekommen wir jetzt einen Wizard präsentiert. Den machen wir einfach Schritt für Schritt durch. Die GPL akzeptieren wir und es kommt schon die erste Frage. Der eingehende E-Mail-Verkehr wird geprüft und muss mehrere Tests durchlaufen. Und wenn zwei dieser Tests feststellen, das Ganze ist Spam, dann wird es auch in Mail als Spam eingeordnet. Die Zahl kann man hier natürlich ändern, so wie einem das, so wie man das selber möchte. Wenn einem 2 zu aggressiv ist, kann man natürlich die Zahl auch weiter erhöhen. Allerdings umso höher die Zahl gestellt wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass man auch Spam bekommt. Der zweite Haken ist dafür da, dass wenn Junk Matcher Spam erkennt, dass dieser auch innerhalb von Mail als Spam erkannt wird. Außerdem kann man den Spambase Property Test aktivieren. Das heißt, dass Spambase, also das ist ein System zur Spam-Erkennung, aktiviert wird und auch in Mail verfügbar ist. Wir machen hier weiter, weil die Settings so okay sind. Wir installieren das Ganze. Es wird als Plugin für Mail installiert und wir sind fertig. Jetzt sehen wir hier die Oberfläche vom Junk Matcher. Das ist in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Wenn wir jetzt schon irgendwelche E-Mails bekommen hätten, die geprüft worden wären, würden die hier angezeigt werden und man könnte jetzt hier zusätzliche Einstellungen treffen. Außerdem hat man hier unten Regeln. Man sieht zum Beispiel Date is in the future oder too many recipients. Diese hier sind hier alle gesetzt. Man kann sich zusätzlich, wenn man möchte, Regeln hinzufügen. Man kann eine Whitelist definieren, in der halt Ausnahmeabsenderadressen drinstehen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass hundertprozentig jede E-Mail von Tino durchkommt, setze ich Tino einfach auf die Whitelist und dann bekomme ich auf jeden Fall alle E-Mails von Tino. So, wenn ich jetzt mein Mail aufmache, hat sich hier auch nichts geändert. Allerdings laufen alle E-Mails, die hier ankommen, trotzdem durch den Junk Matcher. Und ich habe somit die Möglichkeit, die E-Mails noch sehr viel präziser nach Junk oder nicht Junk sortieren zu können. Man kann hier nachträglich innerhalb des Interface vom Junk Matcher auch noch mal zusätzlich die E-Mails entweder sagen, das war kein Spam oder das ist doch Spam. Und umso öfter man das macht, umso besser funktioniert Junk Matcher. Das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Add-on zum eingebauten Mailfilter von Mail.app. Und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, da ihr so sehr viel weniger Spam bekommt. Jetzt sind alle Windows- und Mac-User von Spam befreit und jetzt stehen natürlich die Linux-User immer noch da und schreien, weil sie immer noch Spam bekommen. Das ist wirklich ätzend. Was machen die? Die nehmen einfach den Spam-Assassin oder den Bogo-Filter her. Oder beide zusammen. Ja, ist wahrscheinlich am besten. Genau, ist am effektivsten. Und Dist arbeitet beides mit Evolution zusammen, was ja bei Ubuntu mitgeliefert wird, unserem Lieblingshaus Linux. Und wie das funktioniert, findet ihr auf unserer Webseite. Da gibt es einen Link. Weil das Ganze ist etwas aufwendiger, allerdings sehr gut beschrieben. Ja, das kriegt ihr auf jeden Fall locker hin. Wie jede Woche gibt es diese Woche auch ganz tolle Neuigkeiten. Und die bringen wir euch natürlich aus unserem News Center. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Sony hat endlich mit dem Verkauf der PlayStation 3 in Amerika begonnen, hat jedoch viel zu wenige Einheiten für den nordamerikanischen Markt bereitgestellt. Daher kam es zu tumultartigen Szenen beim Verkauf. Das Ganze gipfelte in bewaffneten Raubüberfällen auf Käufer und Verkäufer. Die PlayStation 3 ist aktuell mit 14 Spielen verfügbar, die zusätzlich gekauft werden können. Darunter fällt zum Beispiel Need for Speed Carbon, Tony Hawk's Project 8, Madden NFL 07 und weitere. Direkt zu Beginn gibt es einige Probleme, wie zum Beispiel HDMI, Kompatibilitätsprobleme oder Probleme mit alten PS2 oder PS1-Spielen. Die PlayStation 3 wird aktuell mit der Firmware 1.0 ausgeliefert, muss jedoch sofort nach Kauf auf die Firmware 1.1 abgegradet werden, was über eine Stunde dauern kann. Nicht so tumultartig geht es beim Verkauf der Nintendo Wii zu. Hier wurden ausreichend Konsolen zur Verfügung gestellt und die Verkaufsprozesse liefen sehr viel geregelter ab. Der Nintendo Wii ist mit 21 Spielen verfügbar, darunter natürlich Legend of Zelda, Twilight Princess sowie andere Nintendo-Klassiker. Um noch dünnere Elektronikgeräte herstellen zu können, hat Samsung ein ultradünnes LC-Display gefertigt. Dieses Display ist nur 0,7 mm dick, was dadurch bewerkstelligt wird, dass das Display nur mit einer dünnen Schutzschicht ummantelt wird und keine extra Glas- oder Kunstglasplatten enthält. Das Display wird in 2 und 2,1 Zoll Größe geliefert und ist daher optimal geeignet für MP3-Player und Handys. Die von dem Plus und dem Musiklabel Universal gegründete Mobilfunkmarke Vibe Mobile wird um einen Musikstore erweitert. Dieses Store hat noch nicht sehr viele Titel vorrätig, sondern nur einige handverlesene und ist mit 1,49 Euro pro Track auch relativ teuer. Wenn man allerdings die Titel über das Handy direkt herunterlädt, fallen keine Transportkosten für den Download an, jedoch jede Bewegung im Onlineshop kostet 2 Cent pro Kilobyte. Ja. Aha. Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Na gut. Angeblich hat ein russischer Hacker das kommende Betriebssystem macOS 10 10.5 Leopard geknackt. Er hat es, wie er selbst behauptet, auf einem Pentium D installiert. Jedoch belegt er das nur durch Bildschirmfotos mit einem Fotoapparat, die von einem Röhrenmonitor gemacht wurden. Er hat bisher noch keine Patches veröffentlicht, mit denen man das System auf einem normalen PC installieren lässt. Von daher ist diese Information natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das war's für die News und zurück zur Show. Jetzt wisst ihr, was in den letzten Wochen passiert ist. Aber ihr kennt es bestimmt, dieses Problem. Wenn ihr auf Messen geht oder bei irgendeinem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann müsst ihr da meistens auch eine E-Mail angeben. Genau. Das Problem ist dabei, man wird voraussichtlich im Nachhinein totgemüllt. Genau, und angenommen, ihr sagt jetzt, ich gebe dem meine E-Mail-Adresse und will jetzt maximal, sagen wir mal, 5 E-Mails von dem bekommen. Wie zum Beispiel die Gewinnbenachrichtigung für den Ferrari oder den Porsche, den ich gewonnen habe. Genau, und vielleicht noch die zwei Seiten, die man anklicken muss, um da irgendwo ranzukommen. Dann gibt es einen ganz tollen Service, der kostenlos ist, der nennt sich Spam-Gourmet. Genau, und damit ihr sehen könnt, wie toll ihr euch da eintragen müsst, stellen wir euch das jetzt im Clip vor. Hier haben wir die Spam-Gourmet-Website. Wie gesagt, das ist ein recht einfacher Dienst. Man muss sich nur einmal registrieren mit irgendeinem Benutzernamen, den man hat, gerne hätte, und einer richtigen E-Mail-Adresse. Dann kann es auch schon losgehen. Dann kriegt man diese Seite hier zu sehen. Ich habe mich bereits dort angemeldet. Hier kann ich das Kennwort jederzeit ändern. Und hier werde ich benachrichtigt, wie viele E-Mails weitergeleitet wurden und wie viele vom Server verschluckt wurden. Hier kann ich weitere E-Mail-Adressen angeben bei Bedarf, aber eine hat ja bereits gereicht. Und um so eine Wegwerfadresse zu erstellen, muss man sich eigentlich nur an diese Regeln hier unten halten. Das geht ja recht einfach. Steht hier, man gibt irgendwas ein, Punkt, einer Zahl, also die Anzahl der E-Mails, die noch weitergeleitet werden sollen, und dann ist Sense. Und den Benutzernamen, mit dem man sich hier auf dieser Spam-Gourmet-Seite registriert hat. Und das ist es eigentlich. Hier unten steht es auch noch. Das war's. Sie brauchen diese Seite im Prinzip nie mehr zu besuchen. Wer auf irgendeiner Webseite einfach nur mal schnell eine E-Mail-Adresse eingeben will, die mit der eigenen Person gar nichts zu tun hat, der holt sich eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Die gibt's bei Temporary Inbox. Genau.
Und dazu gibt es ein Firefox-Plugin, das das ganze Handling in Firefox sehr viel vereinfacht. So, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns auf einem Mac und ich möchte euch heute das Firefox-Plugin von temporaryinbox.com vorstellen. Dazu gehen wir in den Firefox. Hier ist die eigentliche Seite von Temporary Inbox, die eigentlich hinfällig ist, da wir das Plugin über die Addon-Seite runterladen und den Dienst über das Plugin nutzen können. Hier haben wir das Plugin. Der Installationsvorgang führt wie immer über den Install Now-Button. Und wir drücken lediglich auf Jetzt installieren. Wir müssen den Firefox neu starten und warten das ab. Das Plugin selbst funktioniert ähnlich wie Spam Gourmet Webseiten, nur dass Temporary Inbox die Wegwerfadresse selber generiert und nach 6 Stunden automatisch vom Server löscht. So, hier haben wir die Plugin-Leiste mit dem Button Random Email. Wird eine beliebige Wegwerfadresse erzeugt, die ihr in Foren, bei Gewinnspielen und auf sonstigen Seiten angeben könnt. Macht dies am besten mit Copy and Paste und gibt sie in das jeweilige Eingabefeld ein. Der Inhalt des temporaryinbox.com-Postfaches könnt ihr auf der Website überprüfen. Dazu gebt ihr einfach diese Adresse in diese Suchleiste ein und klickt auf Check. Dann werdet ihr auf die Temporary Inbox Website geleitet und kommt in das Postfach. Da ich dieses Postfach gerade erst erzeugt habe, ist hier nichts. Und ich gebe ab ins Studio. Stellt euch vor, ihr habt eine eigene Domain und dafür auch natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Leider habt ihr aber keinen Spamfilter, wollt kein Programm installieren oder keinen Spamfilter kostenlos erwerben. Dafür gibt es natürlich auch eine Lösung und die haben wir uns ausgedacht. Genau, da wird Gmail ein bisschen vergewaltigt. Der Trick an der Sache ist, angenommen Tino will das Ganze machen, hat er seine tino@digitalupgrade.de. Die leitet jetzt weiter auf ein von ihm registriertes Google Mail Konto, zum Beispiel Tinos geheimes Google Mail Konto @googlemail.com. So, dann wird auf den Gmail-Servern die dort eintreffende E-Mail durch die Gmail-Spam-Filter vom Spam gereinigt. Und diese Spam-Filter sind ziemlich gut, da Google jetzt auch keine kleine Firma ist und sich da schon was Anständiges leisten kann. So, und jetzt möchte man vielleicht nicht unbedingt die E-Mail von Gmail wieder abholen, sondern man möchte sie auf seine eigene Domain wieder zurückhaben. Genau, das macht man natürlich dann auch ganz einfach. Man macht wieder eine Weiterleitung von dem Gmail-Account. Und dieses Mal natürlich nicht auf den Account, der bereits weitergeleitet wurde, sondern man muss sich noch einen weiteren Account bei seiner Domain registrieren. Genau. Zum Beispiel tino.spamfrei@digitalupgrade.de. Genau, wichtig an der Stelle ist, dass diese Adresse natürlich sonst niemand weiß, dass sonst die Spammer euch einfach an die Adresse den Scheiß schicken und dann habt ihr die Inbox trotzdem voll mit Spam. Für alle, die versuchen uns jetzt irgendwie zu ärgern, tino.spamfrei@digitalupgrade.de gibt es nicht. Wir haben einen ganz tollen Spamfilter. Das ist richtig. Das war es auch für diese Show wieder. Ihr habt unseren Showpraktikanten kennengelernt. Ihr werdet jetzt vorerst mal keine Probleme mehr mit Spam haben. Und ja, bei Fragen oder fehlenden Gmail-Accounts schreibt uns einfach eine E-Mail. Da kümmern wir uns dann natürlich drum. Und wir hören uns dann nächste Show wieder. Und denkt immer dran, die nächste Show ist die beste. Ganz, ganz ehrlich. And what you were so would you just tell me why all of that
Basti? Tino? Verdammt, die Schweine haben mich allein gelassen. Und ich darf aufräumen.